Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Einen neuen Run. Zweimal müssen wir die Mom noch besiechen. Wen nehmen wir denn? Am liebsten würde ich halt wieder Astel nehmen, aber wir müssen auch ein bisschen Abwechslung haben. Freiwillige vor. Eve, bist du dabei? Deadbird und Whore of Babylon. Let's go! Schauen wir mal, was die Eve so kann. So, sie ist etwas speediger unterwegs, hat zwei rote Herzen. Der Damage ist dafür leider etwas schwächer, aber sie hat ein verstecktes Talent. Eigentlich zwei. Zum einen hat sie ihren kleinen toten Begleiter, der die Gegner angreift, sofern Eve mal getroffen wird. Und ihre zweite großartige Stärke. Alter, Pyromanik. Jetzt kann ich von Explosion nichts mehr getroffen werden. Was ich sagen wollte, ihre zweite gute Fähigkeit ist... Ach, die probieren wir auch gleich mal. Erstmal jetzt greift der tote Begleiter an. Und noch einmal. Und jetzt seht ihr den Effekt. Bam. Und wir haben unseren Damage. Sie hat nämlich die besondere Fähigkeit, wenn sie nur noch ein rotes Herz hat. Ha. Oh, shit. Eins nach dem anderen, erste Mal. Mit der Schaden nehmen. Sie hat die besondere Fähigkeit, wenn sie nur ein rotes Herz hat, dass sie dann Damage abbekommt durch den Effekt von Babylon. Das können natürlich auch andere Charakter, wenn sie das Item finden, aktivieren. Aber da ist die Regel nur ein halbes rotes Herz. Ab ein komplett rotes Herz, das klappt dann nicht. Dann aktiviert sich der Effekt noch nicht. Bei der Eve, da aktiviert sich bei einem roten Herz. Und gerade eben habt ihr ja gesehen, ich habe wieder ein rotes Herz gekriegt. Und zwar vor Explosionen, also hier zum Beispiel. Pump. Kriege ich wieder ein rotes Herz durch Pyromanik. Ich kriege 5 Bomben. Und kann nichts mehr vom Bomben verletzt werden. Im Gegenteil, ich werde sogar um ein rotes Herz geheilt. Also ich bin jetzt unantastbar, auch zum Beispiel bei der Mom, wenn sie stampft, das macht ja auch nichts mehr aus. Ich hätte jetzt gern aber doch nur ein rotes Herz. Naja, schmus mal weg, damit mein kleiner Vogel auch ein bisschen was machen kann. So. Natürlich müsste ich jetzt mal wegen aufpassen. Ein blaues Herz wäre noch nice, damit wir unseren Devil Din bekommen. Breakfast. Du bist ja sehr witzig. Habe ich noch ein rotes Herz mehr. Können wir aber alles später im Devil Deal ausgeben. Aber jetzt möchte ich gerne auf ein rotes Herz runterkommen. Das heißt, ich gucke mal danach. Okay, das ist ein interessanter Raum. Denke ich. Gehen wir. Oh, die Münze nehme ich noch mit. Ich sagte, die Münze nehme ich noch mit. Und wenn ich jetzt rausgehe, bam, habe ich wieder ein rotes Herz. Leider kein Schutz. Herz, also kein blaues und kein schwarzes Herz, um mir den Devil Deal nicht zu gefährden. Aber wir machen gut Damage. Knapp 6. Nice. So. Schauen wir mal, was uns so erwartet. Da gehe ich natürlich jetzt nicht rein. 100% Devil Deal. Nice. So, die haben sich schon fast gegenseitig getötet. Wunderbar. Und ein Schlüssel ist natürlich sehr wichtig für unseren Goldraum. Und die Portale sind richtig... Die sind auch wichtig, damit sie uns ein wenig nerven können. Dafür sind sie da. So. Na komm. Ich muss jetzt nicht mit dir fliegen. Ich habe noch Großes vor. Wir gehen heute noch auf eine große Party. Hey. Ganz ruhig, mein Freund. Ganz ruhig. Noch mehr Pumpen. Nice. Und immer noch kein Steinchen mit einem X. Wäre sehr nice, wenn ich da was kriegen würde. Hey, Tim-Raum. Und wir bekommen... Ist ein Damage, aber ein schlechtes. Das geht noch besser. Spoonbender. Homing Shots. Nice. Jetzt habe ich wunderbare Lieder nicht drin. Die folgen die Gegner so ein bisschen. Und jetzt noch Brimstorm und Run ist
Er ist erledigt, wenn ich den Brimstorm kriege. Dann ist er erledigt. Aber nicht jeder Run muss so sein. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Tech-10 wäre halt natürlich ein richtig geiles Item, was ich gerne haben möchte, aber das kriegt man noch nicht. Ich kriege sehr viele Doppelbomben. Der Tech-10, keine Ahnung, was man da machen muss. Da muss man auf jeden Fall irgendeinen Charakter wahrscheinlich, was ich noch nicht immer habe. So Blue Baby oder so irgendwie was Schönes macht. Ich glaube nicht, dass ich den jetzt schon frei habe. Wäre schön, aber... oder ich muss eine Challenge machen. Das kann natürlich auch sein. Tech-10 ist einer meiner Lieblinge. Das ist ein schönes Item. Das ist so wie Brimstorm. Kann man aufladen. Und hat ein schönes Muster. Vor allen Dingen dann mit der Homing Tears. Oh, wunderbar. Laser-Items sind doch so gut wie die besten. Klar, es gibt ein paar Ausnahmen, wo dann der Damage ein wenig reduziert wird, aber hey. Und wir bekommen ein blaues Herz, wunderbar. Das gibt ja auch ein Damage ab, ne? Ja, jetzt fürchten sie sich halt von mir. Fürchtet euch. So. 33%. Kriegen wir sowieso kein Devil. Also hier könnte man theoretisch wieder Schaden nehmen. Bin ich aber kein großer Fan davon. Ich bin ein Fan davon, Herzen zu sammeln. Und einen Schlüssel. Darauf wäre ich auch ein großer Fan. Und natürlich von unserer geliebten Portale. Nichts geht besseres als Portale. Das haben sie ja mit dem Update richtig nice gemacht. Nee. Ich will keinen Schaden nehmen. Das ist ein richtig... Stimmt. Selbst wenn die Fliegen vor meine Schnauze explodieren, kriege ich keinen Schaden. Aber das Problem ist, wir haben unseren Damage Up verloren. Und ich könnte mich jetzt, wer Schaden zufügt, aber dann wäre ich wieder auf ein rotes Herz und das blaue Herz. Jetzt habe ich schon ein blaues Herz. Jetzt schau mal, wie wir mit unserem Damage zurechtkommen. Ist auf knapp 4 etwas höher als der Standard-Damage von Isaac. Ja, mal schauen mal. Haben wir überhaupt einen Fluch irgendwie? Nein. Gut. Dann soll es uns leicht fallen, den Itemraum zu finden. Und natürlich unseren geliebten Goldraum. Obwohl mit 4 Münzen kann ich mir auch nichts in den Shop kaufen. Vielleicht geben die Pupis noch ein Kohle. Pupis, gib mir einen wunderschönen Zehner. Oh, nice. Jetzt habe ich eine höhere Chance, dass ich aus den Pupis was bekomme. Habt ihr ja gesehen? Habt ihr die Items gesehen, die ich gerade gekriegt habe? Okay. Ihr werdet die Kraft noch sehen, wenn ich noch ein paar Pupis finde. So, einer nach dem anderen. Och, fürchtet euch vor dem Tod. Ich will mir jetzt keinen Schaden zufügen. Zack, zack, zack. Und dann im nächsten Run ist dann der letzte Run. Dann denke ich mal, dass wir in die Chest endlich kommen. Dann haben wir 10-mal die Mom besiegt. Und eine Bombe, wunderbar. Da ist schon ein Boss. Da bin ich noch nicht hier. Nicht da morning mitspielen. Da nicht. Da dö. hier könnte vielleicht ein Geheimraum sein. Nein. Okay. Dann. So viele große Räume. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Bombe, flieg und sich! Das sind ein bisschen speedy unterwegs. Da krieg ich noch eine Bombe. Das ist gerade. Glück gehabt. Glück gehabt. So, stirb! Ich jag die Pilze natürlich in die Luft, um den Magic Mushroom zu bekommen. Hat er eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er... Na, jetzt kommt da 2 raus. Dass da der Magic Mushroom kommt oder irgendein Pilz-Item. Ich will aber den Magic Mushroom. Gib Damage ab. Ja, wieder nix. Eine Kiste. Was haben wir denn da Schönes? Eine Pille.
Ja. Nice. Die Pille, die hat mich eh noch nie in Schwierigkeiten gebracht, weil ich die eh immer erst aktiviere, wenn der Raum geklärt ist. Ja, ist mir nicht wurscht. Au, au, au. Tja. Hat wohl nicht ganz funktioniert, mir weh zu tun. Na gut, wenigstens sind die Portale schon mal weg. Wie macht man das jetzt am besten? Was war das denn? Es war 1A Movement. Das war 1A. Kann man nichts sagen. Die haben mich da hin und her geschubst und ich habe irgendwie keinen Schaden bekommen. Keiner hat mich berührt, keine Träne hat mich getroffen. Richtig nice. War natürlich alles geplant. Macht doch nichts vor. So, und ich renn fast in die Pfütze rein. Tja, Shop. Wär eine Idee. Hätte ich mehr Geld. Hätte ich mehr Geld. Oh, Itemraum. Natürlich ist er da unten nicht. Ich muss natürlich wieder einen großen Raum machen. Es geht ja gar nicht anders da. Ja, gut. Na gut. Na komm. Da sind Batterien, komm. So, Pubis. Jetzt können wir es auch mal testen. Sofern. Ey, 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 ey. Eins nach dem anderen. Zwei Münzen haben wir gedroppt. Speed. Lebt immer noch inne. Ja, man sieht, ich droppe da schon sehr viele Münzen draus. Und Doppelbomben. Und einen Schlüssel, wo ich nicht hinkomme. Na Gott. Oh, noch eine Münze. Und. Jetzt haben wir schon 10 Stück. Nice. Da gucken wir mal kurz rein. Gut, haben mal reingeguckt. Könnten wir sogar versuchen. Machen wir es mit die auf. Und wenn wir dann das geschafft haben, als Belohnung dann 2 rote Kisten. Bin mal gespannt. Guppy-Item, irgendwie Damage up. Ich bin für alles offen. Oder für blaue Herzen oder irgendwie sowas. Also, Spiel, enttäuscht mich nicht. Gib mir was Gutes. Wenn ich sag wird, hier sind 2 Spinnen drin und hier sind 2 Trollbomben drin. Mal schauen, ob ich recht habe. Mal schauen, ob ich recht habe. Da bin ich mal gespannt. So, letzte Welle. Und bis jetzt noch kein Treffer erlaubt in der Ebene. Nice. Mein blaues Herz ist immer noch so safe, wie es damals war. Noch eine Münze. Spinnen. Herz. Trollbomben. Na gut, da waren die 2 Spinnen. Okay, und. So, machen wir jetzt mal wenig Damage mit meiner Karte. Sonst dauert es ja noch Stunden. Ich hätte jetzt gern den Itemraum. Und wehe. Wahrscheinlich ist es jetzt irgendwie so ein richtig ranziges Item. Du lenkst ja noch meine Tränen ab, wunderbar. Oh, trotz meines etwas geboosteten Damage. Nicht unbedingt eine Glanzparade hier. Ja. Schauen wir mal. Jetzt habe ich natürlich noch ein blaues Herz aufgesammelt. Oh, ich hätte mir eigentlich jetzt schon ein wenig Schaden nehmen können. Ich hätte nämlich schon gern den Babylon-Effekt. Oh, wo ist denn der Itemraum? Jetzt macht mich nicht schwach. Gib mir ein gutes Item. Damage, Damage, Damage. Ich will ein HP ab. Oder? Ein neues Item. Immer wenn ich eine Träne abfeuere, habe ich so eine Aura. Bin mal gespannt, was die Aura macht. Ich hoffe, die macht mir nicht selber Schaden. Okay. Lassen wir uns einfach überraschen, was der Effekt uns bringt. Ist schon eine große Ebene. Und wir haben jetzt auch genug Geld, in den Shop zu gehen. Wenn wir schon dabei sind, dann gehen wir auch in den Shop rein. Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Und der Shop hat... Das ist ein interessantes Item. Ich nehme es immer mit. Was macht es? Kann ich euch hier mal zeigen. Es hat so einen Portal-Effekt. Und zwar, sagen wir mal, ich lege hier eins hin. Und ich lege hier eins hin. Dann kann ich da reinhüpfen, zack. Und komme da wieder raus. Gehe da wieder rein und komme dann ins andere wieder. Hui.
Das kann uns noch für manche Situationen helfen. Vielleicht nicht bei dem Run, mal schauen. Aber wir nehmen es auf jeden Fall mit. Ja, Gertie, hast du... Ah, wegen Angst. So. Das Vieh ist jetzt in meinem, ja, in meiner Aura reingegangen, aber er hat keinen Schaden genommen. Von daher, ich habe keine Ahnung, was die Aura macht, um ehrlich zu sein. Naja. Stirb! Sieht ein wenig komisch aus. Noch mal PA. Weiß ich noch nicht, ob ich das mitnehme. Wir schauen erstmal danach. Ich nehme dich mit. Das war zu riskant, das war zu riskant. So, jetzt nehme ich dich wieder mit. Jawohl. Jetzt haben wir wieder unseren Damage. Ja, das war gerade etwas riskant. Wenn ich jetzt in die Zackis reingegangen wäre, dann wäre der Run zu Ende. Aber okay. War ja nochmal alles nice. Schauen wir mal rein. Das nehme ich mit. Und unser Bamfrit, unser Kleiner, vergiftet. Oder was? Die Aura vergiftet. Ah, okay. Gut. Könnte man drauf kommen. Dann hat es den Gegner auch vergiftet, aber jetzt nichts hin. Und zwar der Bamfrit auf jeden Fall. Das kriege ich natürlich auch alles doppelt. Der hat die wunderbare Eigenschaft, dass er, wenn er Herzen sieht, dass er die aufnimmt und daraus wunderbare blaue Herzen macht. Komm, dein Einsatz. Ab und zu... Oh, und sogar ein schwarzes Herz manchmal. Das ist natürlich eine Rarität. Da, kriegst noch eins. Aber meistens blaue Herzen. Ab und zu kann er mal eine blaue oder schwarze Spinne beschwören. Aber das ist relativ selten. Er ist auf jeden Fall ein richtig geiler Begleiter. Haben wir auf jeden Fall momentan keine Herzprobleme mehr. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Zack. Zweimal Batterie. Mhm. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, in der Ebene geht mir auch wieder kein Devil Deal. Schade. Aber hey, nicht zu gierig. Wir haben ja eigentlich gute Items bekommen. So. Ich überlege gerade. Es ist jetzt nur ein kleiner Test. Es ist nur ein kleiner Test. Man ist eine kurze Zeit unverwundbar. Ja. Okay. Hat sich nicht ganz bewahrheitet. Aber ich habe noch eine weitere Idee. Dafür brauchen wir einen Devil Deal. Bomben. Wäre nice gewesen, wenn ich die nehmen könnte. Aber ich habe halt, glaube ich, 8 Stück noch. Okay. Hab mit 11 gerechnet, aber okay. 8 ist auch noch eine gute Zahl. Wir brauchen einen Zacki-Zacki-Raum. Dann könnten wir es mal ausprobieren, was ich denke. Trollbombe. Ich opfere eine Bombe. Für 2. Ja, und links bekomme ein schönes Herzchen. Hopp, nimm sie, nimm sie, nimm sie. Und gib mir was Schönes. Merci. Wir haben einen Bosskampf in einem etwas größeren Raum. Oh, was könnte das sein? Lass uns überraschen. Ich habe schon eine Vermutung, aber ich weiß nicht, wie der heißt. So. Noch eine Münze, Dankeschön. Ist auch kein Zacki-Zacki-Raum. Ja gut, doch, da unten haben wir ihn. War ich da schon drin? Ich glaube... Bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, was ich versuchen will, ist... Hier. Und theoretisch könnte man auch hier eins machen. Zack. Jetzt sammeln wir mal wegen des Zeug auf. Sagen, hi, Fatty, was geht ab? Ein Schlüssel noch. Und ciao. Und jetzt kann ich mich da rein cheaten, mehr oder weniger, ohne Schaden zu nehmen. Und dann lege ich hier nochmal eins und zack. Und ich bin wieder da. Jawohl, ja. Dann hat's doch geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Also, au. Du Arschloch. Also, es ist für solche... Au. Für solche Tricks richtig geil. Nice, 2 Bomben. Jetzt haben wir wieder unsere 11. Ich lege mal hier eine Bombe, vielleicht ist hier der Geheimraum. Jawohl. Das hat sich ja gelohnt. Ein Damage Up. Wow. Ich bin fast sprachlos.
Aber wir haben noch ein HP abgekriegt. Ist aber auch nicht unbedingt das, was ich haben möchte jetzt. Devil Deal. Oh, kleiner Monstro. Das seid ihr noch. Die könnten uns jetzt auch aufheilen. Indem sie eine Bombe auf uns werfen. Aber das möchte ich gerade nicht. Weil ich sonst meinen Effekt wieder verliere. Also lasst mich in Ruhe. Ich muss das rote Herz wieder irgendwie wegbringen. Na komm mit. Bunching back. Komm mit. Ab und zu kommen dann die Gegner und greifen ihn statt mich an. Kann ab und zu verwirrend sein. Nehmen einfach mal mit. Er leistet uns zwar jetzt keine guten Dienste, aber hey. Dass er mal seinen großen Auftritt hat. Zack. Haben wir mal benutzt. Ja, warum bin ich da jetzt reingegangen? Für die Karte! Two of Diamonds ist eine sehr gute Karte. Versteht mich da nicht falsch. Aber das Doppelte von 0 ist halt auch noch 0. Aber wir haben noch ein bisschen die Chance, ein bisschen Geld zu sammeln. Wieder wegen Donelken wieder. Double Trouble? Oh shit! Double Trouble. Das hört sich doch gefährlich an. Ja, machen wir erstmal Monstro. Bevor sich unser Kollege unten zerteilt. Einer nach dem anderen. Drehen, lass mich nur. Hier könnte man noch ein paar Bomben legen. Ja, okay. Ja, geh da rein, hast schon recht. Denn ich bin immer noch auf der großartigen Suche nach dem Magic Mushroom. Wäre natürlich geil, wenn man den hier droppen würde. Aber leider nicht. Vielleicht kriegt man den jetzt als Boss-Item. Mal schauen. Und ich hoffe, der wird die 33%, ne, in der Ebene noch nicht, aber in der nächsten Ebene. Und dann hoffen wir, dass wir am besten natürlich beide Herzen verlieren. Oh, wir haben aber Devil Deal bekommen. Jetzt gehen wir mal rein. Judas Shadow. Machen wir es erstmal so. Ich nehme dich mit. Nimm dich mit. So. Und jetzt haben wir schon mal keine roten Herzen mehr. Und falls wir sterben sollten, werden wir als Judas wieder belebt. Und haben auch dann noch 20% mehr Damage. Nur für den Fall der Fälle. Ich will natürlich nicht sterben. Ich will jetzt erstmal, dass ich meine roten Herzen weg habe. Und die habe ich jetzt auch. Das ist wunderbar. Und ansonsten... Ja, ein bisschen Damage auf noch. Wäre ich auf jeden Fall dann zufrieden. Was hat der Damage? 7,3. Ja, geht auf jeden Fall noch einiges. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet. Auf welchen... Ups, da ist noch ein Geist. Das sind nur sogar noch zwei. Auf welcher Ebene wir sind. Ich denke mal eine Ebene vor Marm. Vor der ersten Begegnung. Müssen wir mal schauen. Ich lege mal eine Bombe. Rune, Rune. Ivos. Okay, wir sind auf jeden Fall noch nicht auf der Marm-Ebene, weil sonst wäre das so ein... Wäre das sowas in Rot. Aber das haben wir ja nicht. Ah, wir haben wieder einen Fluch. Das ist natürlich nice. Ich stehe auf Flüche. So, jetzt haben wir schon 6 Münzen. Nice. Und mein neuer Begleiter... Ups. Der positioniert sich nach einer Zeit. Und dann machen wir doppelten Schaden. In dem Fall, dass wir halt so Tränen schießen. Nice, nice, nice. Da, nimm's mit. Und danke für das blaue Herzchen. Merci. So, hier machen wir wieder unseren Trick. Guck mal, hier eigentlich mal. Zack, zack. Geh mal da rein. Und zack. Dann legen wir hier gleich noch eins hin. Machen's auf. Nichts Interessantes und geh wieder weg. Dann geh mal wieder weg. 13 Münzen, das ist auf jeden Fall schon mal nice. Können wir dann auf jeden Fall schon mal wieder in den Shop reingucken. Weil wir haben ja immer noch die Chance, unsere Münzen zu duplizieren, also zu verdoppeln. Vielleicht haben wir dann auch die Möglichkeit, noch irgendwas zu donelken. Wäre auf jeden Fall nice, und bitte nicht wieder nur 3 Münzen. Es war wegen lächerlich das letzte Mal. Jetzt wären es 2 Münzen. Oh ja, toll. So, Knochenmänner. So ein Item, wo man Knochen schießt, das wäre mal richtig nice. Sensen ist schon eine gute Alternative.
Hier ist der Original. Hat er mich tatsächlich getroffen? Aber dafür haben wir hier einen Stamm mit einem X markiert. Versuchen wir lieber nicht. Zack. Und fast wieder in die Zacken reingeflogen. Reingegangen. Ja, die Aura ist für Nahkämpfer eigentlich richtig nice. Ja. Leben opfern möchte ich jetzt nicht. Ja. Haben wir eigentlich schon was Interessantes gefunden? Itemraum, Shop, keine Ahnung. Eben nicht, ne? Wird dann mal Zeit, dass wir hier was finden. Und den Boss natürlich auch. Immer diese fucking Flüche. Also ich gar keine Ahnung habe. Hoffentlich muss ich nicht wieder zurücklaufen. Da habe ich jetzt auf jeden Fall keine Lust. Okay. Itemraum. Sprich Goldraum gefunden. Und den Boss. Gut genug. Bedient dich, mein Freund. Bedient dich. Da bedient dich noch mehr. Bedient dich, mein kleiner Freund. Guck, da hat er jetzt eine feindliche Spinne. Aber hey, wir verzeihen unserem Kleinen. Wir verzeihen. Noch ein Begleiter. Wird er richtig begleiterhaftig heute? Na komm, wir nehmen sie alle mit. Bin ja schon groß, ich kann ja auf die aufpassen. Und einen Monstro. Nachdem wir in der letzten Ebene den normalen Monstro gesehen haben, muss natürlich auch Monstro 2. Das geht ja gar nicht anders. Da spüre meine grüne Aura. Sie will mit dir kuscheln. Soll sich mein Vögelchen drum kümmern. Habe ja nichts dagegen. Au. Ach, Monstro, du gehst mir auf die Nerven. So. Und. Na, 33% Devil Deal. Tut sich da was? Ich nehme das einmal mit. Weil auch jetzt haben wir noch den Effekt. Und vielleicht können wir den auch gleich opfern. Ja. Guppy-Item. Damit brauche ich aber jetzt auch nicht mehr anzufangen. Ich nehme dich ja mal mit. Wie gesagt, machen wir heute halt mal einen kleinen Begleiter-Run. Und vielleicht gibt es ja auch eine Verwandlung, die Confirmed-Verwandlung, wenn ich irgendwelche drei besonderen Items aufsammle. Da können wir uns auch verwandeln, also hey, warum nicht? Habe ich wieder nicht aufgepasst, in welcher Ebene. Aber das müsste jetzt die Ebene sein, wo die Mom ist. Von daher die letzte Chance, in den Shop zu gehen. Und wir haben keinen Fluch, auf jeden Fall keinen Lost-Fluch. Haben wir einen Fluch? Habe ich noch gar nicht geschaut. Ne. Deeps 2. Nice. Machen wir die Karte wieder ein wenig kleiner. Klar. Schlüssel, Bombe. Und holen wir uns ein paar Münzen raus. Und immer dann denken, ich habe immer noch mein Poop-Trinket. Das gibt Kohle. Oder blaue Herzen. Und du gibst mir noch mehr Kohle. Die eine Münze, die lasse ich als Opfer da. Bist du auch mit Kleider? Flame Tears. Es ist kein Begleiter. Flame Tears habe ich. Ich hoffe, die explodieren nicht. Dann habe ich auf jeden Fall keine Lust. Ich kann ab und zu eine Flamme schießen. Nice. Und sie macht mir keinen Schaden. Das ist schon mal das Wichtigste. Keinen Schaden für mich. Das war nice. Das heißt, es, ich habe jetzt der Candle. Was, die blaue Kerze oder die rote Kerze, den Effekt. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Und zwei Münzen. So, dann suchen wir eigentlich nur noch den Shop. Und ja, können wir dann der Mom einen wunderschönen guten Tag sagen, würde ich mal sagen. Damage hat sich auch noch nicht geändert, aber wir sind gut dabei. Gegner werden verwirrt. Beziehungsweise die haben halt Angst dann vor uns. Wenn wir ein bisschen ruhig stehen bleiben, haben wir auch die Chance, dass wir doppelte Tränen abfeuern. Ja. Und wir können vergiften, falls sich doch mal ein Gegner in die Nähe trauen sollte. Und ab und zu machen wir so eine Flamme. Und. Du bist ein richtiger Spielverderber, weißt du das?
Ja, super. Jetzt habe ich 35 Münzen. Yay, jetzt habe ich 70 Münzen, weil ich sie verdoppelt habe. Jetzt kann ich damit halt auch nichts mehr anfangen. Wow. Das hat sich ja gelohnt. Danke für den Schlüssel. Gut, gehen wir zum Boss. Bin jetzt gerade enttäuscht. Ah, ich habe so viel Geld und ich weiß, kann nichts damit anfangen. Ich muss schon sagen, bin ein bisschen sad. Gut, im nächsten Run dann vielleicht. So, was ist alles? Okay. Mami, ich komme. Oh, ein Herzchen. So, die normale Mama, okay. Dann sollte es doch etwas schneller gehen. Wegen Kuscheln. Wegen Kuscheln. Ja, Mutter, wir kuscheln heute ein bisschen. Und spüre die Liebe meiner Aura. Ups. Nicht so eich kuscheln. Au. Okay. Das hat weh getan. Jawohl. Flammtiers. Okay, dann. Ach ja, stimmt. Die Mom redet auch ab und zu mit meinem Punching Kumpel Kollegos. Gott. Ein Schlüssel mit noch mehr Schlüssel und Lack ab. Haben wir hier einen Stein mit X? Nein, okay. Gehen wir mal weiter. So, die Womp-Ebene. Scared. Jetzt habe ich Angst. Moment. Du gehst mir auch immer so richtig auf die Nerven. Nice. Yay, noch mehr Geld. Kann ich ja nicht genug haben. Sackgasse. Curse of the Last. Sackgasse. Sackgasse, Curse of the Last. Ich habe schon erfahren, dass ihr euch kennt. Mein Puppy-Item braucht jetzt nichts mehr, weil hier werden wir wohl keine normalen Puppies mehr sehen. Ab und zu rote, aber. Ist auch nicht so das Wahre. Dankeschön. Ah ja. Upsala. So, mein gelber Freund. Ja, kannst auch mit mir spielen. Brauchst meinen kleinen Kumpel nicht zu belästigen. Er könnte mir aber mal ruhig zeigen, wo die Mom ist. Na, hi. Wisst ihr, wo die Mom ist? Da kriegt er eine Bombe als Geschenk. Und noch eine. Hello, hello. Okay, reicht mit Bomben. Ausweichen, Eiswolken, Eiswolken. Na komm, eine geht noch irgendwie. Gut, bleiben wir jetzt bei 5. Und wo ist der andere? Da. Die Flammen machen schön Schaden. Ja, wo gehen wir jetzt so lang? Da, vielleicht? Oh, Womp-Ebene und Curse of the Last. Das ist... Es ist ein Traum. Ein Traum ist es. Ich hoffe, das ist der richtige Weg, weil... Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl. Kann sich aber auch schnell ändern. Los, mein Kleiner, gib mir noch ein paar Herzen. Der könnte vielleicht ein Geheimraum sein. So. Down. Und komm. Bamfred, bedien dich, mein Kleiner. Dankeschön. Und wir sind wieder fast full hard. Ein blaues Herz oder natürlich ein schwarzes. Noch und dann haben wir wieder volles Herz. Oder wir kriegen natürlich hier ein paar Herzen. Eine Truhe. Ja gut. Bamfred, bedien dich. Immer trotzdem einen kleinen Abstecher machen. Weil es kann ja sein, dass er eine... Upsala, wo wollt ihr denn hin? Dass unser kleiner Bamfred ja eine Spinne droppen kann. Die uns nicht freundlich gesellt ist. Ja, ich droppe richtig viel Stuff. Sackgasse. Die erste Sackgasse. In der Richtung, wo ich eigentlich gedacht habe, wo der Boss ist. Oh, kommt jetzt noch ein Pilz raus. So, und du? Oh, hoffentlich ist er in der Nähe. Ah je. Ich habe schon viel mit drehen uns im Kreis, kann das sein? Nicht reinrennen. Nicht reinrennen. Und wieder zwei Bomben. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hier lege ich aber eine Bombe irgendwie.
Irgendwas habe ich getroffen. Auch wenn es nicht das unbedingt ist, was ich wollte. Zack, 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 Pilz, ja. Pilz sich woanders dahin. So. Macht irgendwie jemand sein Maul auf? Wunderbar. Und du auch? Na, na komm. Nicht so schüchtern. Nicht so schüchtern, mein Kleiner. Puh, also wenn das jetzt nicht der richtige Weg ist, oh je, dann haben wir einen sehr, sehr langen Rückweg. Die Range, die stimmt fast noch nicht so. Und wir haben volles Herz. Genau richtig zum Boss. Na, Gott sei Dank. Mal zurücklaufen hätte ich jetzt nicht geil gefunden. Muss ich ehrlich sagen. Na. Au! Au! Ihr habt gar nicht euer Maul offen. Was soll denn das? Der spawnt wieder. Hier könnte der Super Secret Geheimraum sein. Hier könnte der Super Secret Geheimraum sein. Okay, dann halt mit. Die Sisters. Hi. Na, wie geht's euch so? Ich habe euch eine Bombe da gelassen. Wollt ihr nicht, okay? Kann ich verstehen. Okay. Lasst mich einfach nur in Ruhe. Naja, macht euren Brainstorm. Macht eure eigene Kinder fertig, ist mir wurscht. Und feier. Okay. Halber Strahl. HP ab. Okay, nehmen wir mal mit. Haben wir immer noch unseren Effekt. Und wir nehmen natürlich beide mit. Bekleider natürlich. Und ein schönes Damage ab. Und wir sind wieder auf unserer Lieblingsebene. Jetzt werden wir die Liebe Mutters spüren. Ohne Fluch. Dankeschön. Ebenen ohne Flüche ist doch immer wieder das Schöne. So, meine roten Freunde. Jawohl, greif ruhig den anderen Kollegen an. So. Und da wir auch weniger als ein rotes Herz haben, kommen wir auch in diesen Raum rein. Sofern wir den Raum geklärt haben. Wo ist denn der? Da. Hast dich wohl von mir versteckt, hä? Da ist immer noch einer. Ach, da. Und ein paar Kisten. Eine Pille. Was haben wir denn Schönes? Speed down. Speed. Na gut, Speed ist noch in Ordnung. So, dann lege ich mal hier ein Portal. Ne, sehe ich gar nicht ein, dass ich das mitnehme. Taurus. Ich bin kein Fan von Taurus. Weil mit der Zeit, der Speed wird dann erhöht. Ist ja eigentlich an sich nichts Schlimmes. Aber du kriegst dann diesen Unverbundbarkeitsmodus. Okay, das hört sich halt auch richtig scheiße an. Wie ich das jetzt gerade erklärt habe, so, okay, er kriegt mehr Speed. Ab und zu kriegt er dann seinen Unverwundbarkeitsmodus. Ist der doof? Weil es halt immer. Ich kann halt damit nicht angreifen, nicht gescheit. Wenn ich diesen Unverwundbarkeitsmodus habe. Und er kommt halt nach einer gewissen Zeit. Und dann darfst du warten. Und, ja, mich nervt er einfach nur. Ich bleib lieber so, wie ich bin. Noch hat das schon leck. So, und jetzt machen wir euch kaputt. Vier Bomben. Nice. Wow, das ist ein dicker... Mann, ist der dick, Mann. Das war ein richtiger großer Pilz. Au. Gut, jetzt sollte man doch wieder auf die Herzen wegen achten. Ja, ist wieder zwei Plus gemacht. Und könnt ihr mir irgendwie, keine Ahnung, ein paar rote Herzen droppen vielleicht. Eine Spritze. Okay. Ha! Ich habe eine leuchtende Idee. Okay. Hier könnte vielleicht der Secret Geheimraum sein. Jawohl. Bitte ein Raum voller roten Herzen. Bitte ein Raum voller roten Herzen. Yes! Das Wichtigste ist jetzt bei diesem Raum, wenn ihr Bamfred habt. Lasst ihn die Herzen nicht hier spawnen. Das ist ganz wichtig. Weil hier können nur rote Herzen spawnen. Und außerhalb, da haut er den ganzen geilen Stuff raus.
Es ist wirklich sehr wichtig, dass er das beachtet. Hi, Mom. Ich habe volle Herzen. Noch. Genau. Auch er greift den Falschen an. Stirb. Hi, Mom. Kann man ihn kuscheln? Oh. Ja, gut. Mein kleiner Vogel kann auch ein bisschen Damage ausrichten. Okay, jetzt sollte man doch ein bisschen aufpassen. Oh, schon down. Ja, jetzt könnte man wieder runter, aber... Ein Run noch. Und dann können wir endlich in die Chest. In die wirkliche Chest, nicht in diese Chest. In die gute Chest. Crow Baby haben wir freigeschalten. Arthetus in a Jar. Nummer 9. Hat sich aber trotzdem gelohnt. Und drei Sachen haben wir freigeschalten. Und deshalb, meine lieben Freunde, sehen wir uns im nächsten Part. Servus.